stopp, stopp, stopp! Abschiebrücke, stopp! Stopp, stopp, stopp! Abschiebrücke, stopp! Das ist Marsch der Freiheit. Wir marschieren für unsere Freiheit. Wir brauchen keine Repression mehr. Wir brauchen keine Lagerunterbringung mehr. Wir wollen keine Arbeitsverbot mehr. Flüchtlinge sind wütend und sie sind, sie leiden. Deswegen wir marschieren 600 Kilometer mit unserem Fuß und die andere Seite mit unserem Bus auf. Und wir alle sind hier zusammen, um der Meinung und der Leiden der Flüchtlinge zu vertreten. Alles klar. What do you think if every day you walking around here for 15 years to say I'm coming in a free country? خیلی روم میخواد هیچ تغییری ندی. کلی اینجا آدم کشته شده، کلی جنگیدن برای آزادی، برای ساختن مملکتی که یه آدم های زندگی کنه. Welcome to heaven. Sollen wir fragen oder jemand uns etwas anfragen? Ja, es geht um diese Protestmarsch von Würzburg nach Berlin. Und diese Protestmarsch hat eine große Bedeutung von uns, dass wir Flüchtlingen wollen unsere Wut zeigen. Und wollen all diese unmenschliche Behandlung nicht mehr von uns Flüchtlingen. Deswegen die Flüchtlinge von Würzburg hat angefangen, weil jemand gestorben, ein Flüchtling, ein iranischer Flüchtling gestorben ist am 8. September. Denn in Zusammenhang mit aller staatlichen Repression haben wir entschieden, eine Protestmarsch zu machen.
um unsere Wut und unsere Leiden bekannt zu machen mit der Forderung, dass wir brauchen Veränderung. Nicht nur Veränderung, wir brauchen keine Residenzpflichtverpflichtung mehr, wir brauchen keine Arbeitsverbot nicht mehr, wir brauchen keine Lagerisolierung nicht mehr, weil wir leben in einem isolierten Lager, die uns psychisch machen, die unsere Lebensperspektive zerstören. Und wir haben keine Zukunft mehr, nicht nur eine Jahre, aber bis 10 Jahre und mehr in isolierten Lagern verpflichtet zu wohnen. Hallo, salam alaikum. Salam alaikum. Glaubst du denn, dass das in Berlin dann noch also auch politisch spannend werden kann, wenn die da nicht gehen oder das sagen? Das ist interessant. Weißt du, wir hatten vorhin gehabt, also eine einzige politische Partei sich bis jetzt gemeldet hat, also NPD hat sich gemeldet. Das ist eine Schande für deutsche Parteien und Politiker, dass keine bis jetzt sich also geäußert hat. Es ist eine Aufgabe der Politiker, diese menschliche, universelle menschliche Forderung eingehen müssen, weil sonst wäre Ignoranz. Ignoranz ist einfach Diskriminierung und das kann sich nicht leisten. Das kann sich nicht leisten. Uyan esirler dünyası, zulme karşı hıncımız var kan, bu ölüm dirim kavgası. Yıkalım bu köhne düzeni, biz başka alem isteriz. Bizi hiçe sayanlar bilsin, bundan sonra her şey bizim. Ne patron, ne şah, ne de sultan kurtaramaz bizleri. Bizleri kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Dünya hürriyet! Dünya hürriyet! Freedom of women is everybody's right! We are here! We will fight! Freedom of women is everybody's right! We are here and we will fight. Freedom of movement is everybody's right. No abundance, no resistance, no deportation, no